Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sherlock Holmes, The Devil's Daughter. Wir sind beim guten Bernard Marley eingebrochen. Mit Watsons Hilfe natürlich. Und machen ihm dafür jetzt auch die Tür auf. Das hat er verdient, hier mit reinzukommen. Vielleicht hilft er uns, ja? Und jetzt gucken wir uns mal das Büro von ihm an. Guck mal, was er hier zu verbergen hat. Das sieht ganz schön leer aus, das Büro. Eine Maya-Pyramide. Ja. Naja, keine ganze und auch nicht original groß, aber warum nicht? Gehen wir gleich zum Schreibtisch? Warum zeigt ihr mir hier nichts an? Hier sind ganz viele Dokumente. Aber da, diese Kiste sieht so aus, als könnten wir damit was machen. Zeig mal her. Oh. Offensichtlich für einen Dolch. Maya-Zeit, glaube ich. Ja, aber da ist kein Dolch drin, das ist das Problem. Was haben wir hier? Ein Schlitz. Gehört wohl zu einem Mechanismus. Ich brauche einen. Ich vermute mal, da kommt der Maya-Dolch rein. Hm. Das dachte ich mir schon. Ich muss den Maya-Dolch schmieden. Ach du Scheiße. Ja, das ist sowas für Watson. Alle diese Skulpturen ähneln sich in einem bestimmten Detail. Gold. Das ist ganz viel Gold. Marley kennt sich mit Mechanik offensichtlich sehr gut aus. Marley! Hast du da einfach einen Roboter gebaut? Wäre das möglich? Aber ganz im Ernst. 19. Jahrhundert? Ein Roboter? Wir müssen herausfinden, was Marley in seinem Büro versteckt. Ja, bin ich dabei. Können wir hier noch irgendwie was Cooles machen mit? Nö. Also wir müssen jetzt Dolch schmieden. Leute, das wird Spaß. Nehmen wir uns das Feuer. Ach, du Schande. Mann, ey. Hallo, ich hab gedrückt! Blödes Spiel hier. Wozu drücke ich denn den Scheiß? Ja, den kann man nehmen. Ich hoffe, dieser Dolch passt. Als ob er schmieden kann. Der Typ ist Detektiv. Haut 10-mal auf ein Stück Eisen drauf und das ist ein Dolch? Das glaubst du auch selber nicht. Vor allem nicht so ein Maya-Dolch. Oh, wahrscheinlich gehe ich hier hoch. Ah, oh, der passt nicht ganz. Mach das Minispiel nochmal von vorne. Passt. Cool. Das ist ein Witz, oder? Wozu denn die Geheimtür? Oh. Noch eine Statue Zeug von Tikunuman. Naja, vielleicht ist es auch die Originalstatue. Hast du schon mal drüber nachgedacht? Diese ganzen Wecker. Ich weiß nicht, ob vielleicht in den Weckern früher viel Gold verarbeitet wurde und das vielleicht da liegt. Das ist doch der Globus. Marley baute also einen mechanischen Globus. Einen mechanischen Globus? Dieser Globus ist hohl. Es müsste möglich sein, ihn zu öffnen. Das heißt, wir müssen wieder ins Clubhaus gehen. Aber da fehlt ein Teil des Mechanismus. Vorsicht, Watson! Außer sie wollen von Tikunuman aufgespießt werden. Da habe ich nicht vor. Ach du Scheiße. Stellen Sie den Mechanismus des Automaten wieder her, indem Sie alle Zahnräder über 3 Ebenen hinweg miteinander verbinden. Cool. Das klingt nach Spaß. Das passt da rein. Hier so ein mittleres rein. Ja. Da unten passt.
Das. Das passt nicht. Aber hier unten muss das so klein sein, oder? Nee, das ist zu klein. Nimm sie das bitte weg. Sherlock, nimm es weg. Achso. So, das passt nämlich nicht. Was sind das hier für Stücke? Ach, dann kann ich das rauflegen, oder? Ne, passt aber noch nicht. Kann ich denn sowas hier nehmen? Hm. Nein! Vielleicht muss ich auch das hier rausnehmen. Das legen wir mal weg. Weil dieses Zahnrad hier, das ist ja, sieht ja auch aus, als wäre es höher. Ja. Aber immer noch nicht hoch genug. Puzzlespiele hier. Was ist das hier für eine Kette? Wo kann ich die denn hinmachen? Ah, egal. Ah, warte mal. Kann ich denn hier eine Kette einspannen, rein theoretisch? Zwischen den beiden Teilen? Okay. Du kommst wieder hier hin. Und du kommst da hin. Und du? Du kommst auch noch hier hin. Nee, nicht ganz. Schade. Ah, alles klar. Okay. Nimm das mal hoch hier. Ich glaube nämlich, die Kette, ja, muss erst oben drauf. Das heißt, erst kommt das große Zahnrad, so wie ich es hatte. Das hat sich ja gedreht. Hat sich die vorher noch gedreht? Ach so, nee. Boah. Das muss ja auch noch weg hier. Dieses Erhöhungsstück. So. Jetzt dreht sich das mit. Dann kommt der rauf. Frage ist, was ist mit ihm hier unten? Hat der jetzt eine Verbindung? Oder muss der ganz nach oben? Gucken mal, was da die beste Verbindung ist. Das sieht eigentlich nach der besten Verbindung aus. So, jetzt fehlt nur noch die Kette. Hier. Die Kette passt hier nicht. Ah. Ist ja alles gut hier. Ablegen. Die Kette passt hier nicht. Warum denn nicht? Das jetzt abnehmen. Und das war machen. Die Kette passt hier nicht. Ach, leck mich doch. Okay. Also, alles wieder auf Anfang. Bedeutet ja, dass das Ding. Nee. Die Kette muss ganz nach unten.
Die Kette muss nach unten. Zack, zack. Bam. So. Ich klatsche mit denen rauf. Dreht sich mit. Ich klatsche mit denen rauf. Dreht sich mit. Nee, dreht sich nicht mit. Also dreht sich mit, aber das obere Ding dreht sich nicht mit. Weg. Der dreht sich, glaube ich, mit dem. Du drehst dich hier. Du drehst dich hier. Du hier. Oh, wenn das jetzt stimmt, das wäre geil. Warum denn der letzte? Was fehlt denn? Das sieht alles so gut aus. Was fehlt denn da? Ah. Ich den hier rausnehmen. Hier leg. Wird sich der vielleicht trotzdem? Natürlich nicht. Wir stehen kurz vor der Lösung, aber... Und wenn wir das so machen, dass wir... unten die Verbindungsstücke hinpacken? Also soll ich das jetzt nicht hinkriegen in diesem Teil? Beziehungsweise in diesem Versuch werde ich einen Cut reinsetzen. Dann ist das Spiel zu schwer für mich. Dann werde ich mich erst wieder melden, wenn ich endlich die Lösung gefunden habe. Aber ich bin ja auf der richtigen... Ich habe ja den richtigen Riecher. So ein bisschen glaube ich es. Oh, das passt natürlich nicht. Ja, Leute, ich würde sagen, ich beende hier den Teil. Und Anfang des nächsten Parts werde ich das Rätsel gelöst haben. Und werde euch auch erklären, wie ich da hingekommen bin. Wenn es euch Spaß gemacht hat, schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Sherlock Holmes, The Devil's Daughter.